Hallöchen Rennsportfreunde, herzlich willkommen hier zurück bei Motorsportmanager mit mir, dem P-Freak. Ja, letztes Mal haben wir eine schöne Strafe für den Motor kassiert. Ich glaube, den muss ich wieder ausbauen. Teilebau. Teil verboten. Neues Teil entwickeln. Ich brauche auf jeden Fall einen zuverlässigen Motor mit viel Leistung. Von daher was bringt mir eigentlich dieses... Ich brauche einfach einen zuverlässigen Motor. Jo. Weiter. Zwei Nachrichten, Rückenschmerzen. Alter Schwede, und da geht die Kohle flöten, ey. Oh. Weiter.
Interessiert mich alles nicht. So, meine Position ist noch sicher. Ich habe noch 1,6. Ich brauche mehr Kohle, ey. Nachrichten, Gerüchteküche. Noch unklar, wohin sich Zellen sind. Okay. Weiter. Baumotor fertig. Teil einbauen. So. Der kriegt jetzt den Motor. Und der kriegt die Bremsen. Der andere bleibt auf seinen Bremsen. Ja, das bleibt auch. So. Beide Autos sind gleich zuverlässig. Hauptquartier. Na, gucken wir mal weiter. Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit. 19 Runden. Okay. Ja. Neues Gebäude, Teststrecke, kostet 8 Mille, hab ich nicht. Die hab ich nicht. Interessiert mich genauso wenig wie die andere Serie da. Der hat noch 7 Monate in Vertrag.
Kostet 220. Fahrer Nummer 2. Und ich will dich so lange haben. So. Zwei neue Nachrichten. Nee, du bist eindeutig nicht gut genug, um mein Hauptfahrer zu sein gerade. 16. oder besser. Weiter. Holla, die Waldfee. Ich kann dazu nur sagen, what a game! Fahrzeug 2 konfigurieren. Ja. Ich möchte zum Training. Und wir stoppen mal das Training und schicken den raus. Genau. Ist ein kurzer Kurs, ne? Du sammelst mal bitte so viel Runden. Und zu du auch 4 Runden. Auch auf den Reifen. Gibt's auch Jumbo. Ach, weiterspielen hier. Das Fahrverhalten ist perfekt. Alter Schwede. Er ist mit der Getriebeübersetzung komplett zufrieden. Hallo?
Okay, er braucht eine kürzere. Okay. Stopp. So. Er sagte, er braucht kürzeres Getriebe. Gut. Zack. Der kriegt kürzeres Getriebe. Dahin. Abtrieb. Ich denke mal, er braucht mehr Abtrieb. Weniger Abtrieb. Und vom Fahrverhalten her war das schon... ausgezeichnet. So. Dann möchte ich, dass du noch ein 2 Runden Rennstint mit den Reifen fährst. Luschigen. Den möchte ich auch luschigen. Was sagst du? Abtrieb ist sehr schlecht, also du willst wenig mehr Abtrieb. Der ist ausgezeichnet. Okay, er kriegt mal mehr ab. So, Fahrverhalten, kriegt er den und, ne, der springt mir zu viel. Oh. So. Mögen Sie beide losfahren können. Geil. Ja. Geil. Mhm.
Wunderschön, wunderschön. Wenn die sich im Auto wohlfühlen, fühle ich mich auch wohl. Hehe. Ach, schwache Leistung. Ist klar. Leute, auf Rennen kommt an. Aufs Rennen kommt's an. Ja. Ja. So, Startplatz 6. Mein Freund. Okay, er sagt, sein Fahrzeug ist okay. Oh, er startet als erster. So, Startposition 1 und 6. Okay, weiter. Hauen wir mal einen raus und hoffen, dass es klappt. Das wird heute eine längere Folge. Passt schon. Da passt ja, liebe Roosters. Na. Ja, zweiter Platz.
Okay, Junge, wir schicken dich raus mit dem Treibstoff. Kriegst du on top 16 Runden, hast du dann noch Teilezustand. Gibt definitiv einen neuen Frontflügel für dich. Und wir machen das Ganze safe. Go, go. So. So, Box. Und zwar kriegst du die Weichen, du kriegst volle Pulle Treibstoff, Teilezustand sieht bei dir gut aus und Boxen, wir machen das Ganze safe. Safety Car. Verdammt! Oh, klack, klack. Und den kriegt er von mir freigegeben. Und du arbeitest mit normalem Sprit und du darfst ein bisschen aggressiver fahren. Alles klar. Wir müssen uns absetzen hier vorne. Wo bist du? Oh, du gehst an die Box. Wir haben noch 8 Runden. Dann.
Box. Ah, schade, der hat jetzt gerade getankt. Weiter. Abbrechen. Go, 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 Junge! Komm, zieh, zieh, zieh! Oh, harter Fight an der Spitze hier. Meine Reifen verschleifen in 0,x. Komm, Kollege, das schaffst du ins Ziel. Was? Nein, ich habe nicht auf den Treibstoff geachtet. Nein, das kann sich nicht nein. Nein, nein, nein. Das hat mich jetzt völlig rausgehauen. Ich finde nix. Achter Platz, ey.
Könntet ihr den Heiratsantrag weiterleiten? Nein. Oh, weiter. Ja, liebe Leute, liebe Roosters, an dieser Stelle ist dann... Der hat auch noch einen Unfall gebaut. Verdammt. Ja. Der Fahrer hier macht Aufschwung ohne Ende und... ...555.000 haben wir dazu bekommen. Ja, oben mit dabei spielen, mitspielen ist uns jetzt gerade egal. Wir bringen einen neuen Fahrer ins Feld, der super gefahren ist, der hätte gleich hier stehen können. Da, oder da. Mein Spiel speichert und wartet bis nächste Woche. Nein, bis die nächsten Tage. Von daher, haut rein, meine lieben Rooster. Bis dahin, euer Pfiffig. Bye, bye.